So, hallo und herzlich willkommen beim neuen Video bei Willi Nummer 15 und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben heute mal wieder die Sicherheitstechnik auf den Schirm. Ich habe ja natürlich einige Videos schon gemacht mit Zusammenarbeit der Firma Reolink. Da habe ich verschiedene Kameras schon vorgestellt, Modelle, die sich vom Einsatzgebiet und von der Technik unterscheiden. Reolink hat mir jetzt auch wieder eine Kamera zur Verfügung gestellt. Wir werden auch ein kleines Unboxing machen und schauen, für welchen Einsatzbereich diese Kamera am besten geeignet ist. Die RLC 288A, also eine Kamera mit hoher Auflösung und gutem Ton, die angeschlossen werden kann an einen NVR-Recorder, also das nichts anderes heißt wie Netzwerk-Videorekorder. An den Netzwerk-Videorekorder kann man jetzt mehrere Kameras anschließen und das Bildmaterial eben auf eine 2 Terabyte Festplatte verwalten. Das heißt also, man ist unabhängig von einer Cloud, von laufenden Kosten und kann sie anschließend an einen Switcher oder an den NVR-Recorder, um dann mit Strom versorgt zu werden. Das System mit dieser Kamera hier und den NVR-Recorder hat natürlich den Vorteil, man hat eben sein Bildmaterial zu Hause, man kann es selber auswerten und bearbeiten und man hat eben dementsprechend großen Speicherplatz, 2 Terabyte sind hier drauf. Man kann den Speicherplatz auf jeden Fall nach Belieben erweitern und die Kamera speist sich eben durch ein Ethernet-Kabel, also eine PoE-Kamera, was nichts anderes heißt wie eine Power-Over-Ethernet-Kamera, die angeschlossen ist an diesen Recorder. Und diese Kamera wird eigentlich nur an ein Ethernet-Kabel angeschlossen, was gleichzeitig Strom und Datentransfer liefert über dieses eine Kabel. Und das ist natürlich sehr unkompliziert. Man kann diese Kamera an einen bis zu 100 Meter langen Ethernet-Kabel anschließen. Die Kamera kann man getrost auch draußen montieren. Sie hat eine Wasserdichtigkeit von IP66, so steht es in der Beschreibung. Was wir jetzt für unser Geld bekommen, das werden wir uns jetzt genau anschauen. Wir werden ein kleines Unboxing machen und dann werde ich euch noch informieren über die Vorteile des Gerätes und was das Gerät alles in sich trägt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ganz erstaunt, auch von der Bildqualität. Und jetzt packen wir es mal einfach aus. So, ich habe es mal jetzt so eingestellt mit der Kamera. Ihr könnt also prima hier reinschauen. Hier haben wir also quasi die Gebrauchsanweisung. Ja, ein Montage-Installationsguide. Unser Aufkleber. Dann haben wir diese Lochmaske für die Schraubenmontage. Dann haben wir hier dieses Ethernet-Kabel. Und damit kann man also jetzt die Kamera mit diesem NVR-Recorder verbinden. So, jetzt kommen wir auch schon zur Kamera. Die Kamera besitzt natürlich jetzt so einiges an Kabel. Dieses Ethernet-Steckkabel. Da kann man jetzt also dieses Ethernet hier reinstecken und verbinden. So, zusätzlich ist noch Zubehör dabei, um das Ethernet wirklich wasserdicht zu installieren. Und dann haben wir hier nochmal so zwei so ganz kleine Käbelchen dran. Einmal haben wir hier einen Reset-Knopf. Mit diesem Reset-Knopf kann man die Kamera nochmal im Werkszustand zurückversetzen. Und hier haben wir einen Power-Anschluss, der erlaubt, über einen PoE-Injektor nochmal Strom einspeisen zu können. Das sieht dann so aus. Hier seht ihr also die Fritzbox oder den Switcher, wie ihr das installieren wollt. Mit dem Ethernet-Kabel wird dann diese POS-Injektor gespeist und den kann man dann noch mit Strom speisen. So, die Kamera ist jetzt nicht über die App steuerbar in Sachen Bewegung, Neigungswinkel. Man kann diese Kamera hier einstellen. Man sieht es hier, es ist also mehr so ein Kugelgelenk, was da drin ist, ohne Motor. Man kann sie also so auf das Objekt dann einstellen. Diese Kamera erkennt automatisch Personen und Autos und löst dadurch also keine überflüssigen Alarme aus. Man kann es also auf Personen und auf Autos einstellen. Die Kamera hat einen Neigungswinkel von 50 bis 94 Grad und einen Sichtwinkel von 2,8 mm bis 8 mm. Und das Objektiv hat eben bis zu 3-mal optischen Zoom und eine hohe Bildqualität von 8 Megapixel. Dazu kommt die Montageplatte, das
wird dann einfach so dran gedreht und fertig. So, dazu kann man hier auch noch die SD-Karte einfügen, ist also verschraubt, also auch nochmal schön dicht gehalten, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. So, wir werden natürlich diese Kamera auch einmal in so einem kleinen Umfeld montieren. So, wir können den NVR-Recorder mal ganz kurz auspacken, das ist nicht viel. Hier ein Teil mit Kabeln und dann haben wir hier auch den Recorder. Dabei ist hier auch ein HDMI-Kabel, der Recorder selber und hier haben wir nochmal einen USB-Anschluss dran. Und so sieht die Sache von hinten aus, bis zu 8 Kameras kann man anschließen. Und hier haben wir noch ein paar Anschlüsse, die da lauten HDMI, USB, man hat einen VGA-Anschluss noch. Wird wohl kaum noch einer gebrauchen. LAN-Kabel, eben um Anschluss an die Fritzbox zu bekommen. Ein SAT-Kabel und man kann eben hier diese 8 Kameras anschließen. So, und hier ist so, sieht so eine Kleinkram-Box aus. Ethernet-Kabel, Netzstecker, eine Maus. So sieht das Netzteil aus. Das wird dann einfach mit diesem Stecker verknüpft. So, ich bin jetzt ein bisschen näher gerückt, damit ihr noch was mitbekommt in Sachen Bestückung. Ich will also jetzt so ein kleines Kameranetzwerk aufbauen mit der Kamera, um euch mal zu demonstrieren, wie das Ganze jetzt funktioniert. Und dazu haben wir hier diese Anschlüsse, das Ethernet-Kabel hier rein, miteinander verbinden. Klar, wir brauchen Saft, dazu schließen wir jetzt das Netzteil an, dann können wir unsere Maus anschließen. Wir haben USB-Anschluss mit rein. Wir haben ein HDMI, was ich jetzt an diesem Monitor hier angeschlossen habe. Das kann ich jetzt mit dem Recorder verbinden. Fertig. So, damit ist die Kamera quasi jetzt schon fast so wie einsatzbereit. Ich stelle mal auf Power. Wir haben zwei Möglichkeiten. Also wenn wir jetzt hier auf dem Bildschirm gucken, habe ich einmal die Möglichkeit, eine Software runterzuladen oder wir können auch über den Browser gehen, um das NVR-System mit der Kamera hier zu aktivieren und zu steuern. So, jetzt habe ich das System soweit am Laufen. Also ich habe jetzt den NVR-Recorder hier. Den habe ich jetzt mit diesem Bildschirm verbunden durch dieses HDMI-Kabel, was schon mit im Lieferumfang dabei war. Jetzt können wir hier mit der Maus, die mitgeliefert worden ist, kann ich jetzt anfangen, die Software zu konfigurieren. Die Sprache einstellen, man kann jetzt die Empfindlichkeit einstellen, normale HD-Qualität, Timezone, Amsterdam. So, und dann können wir hier weitergehen. Also man kann jetzt anfangen, das ganze System hier zu verwalten bzw. mit Daten zu füttern. Passwort. Ich habe jetzt mal die Kameraeinstellungen mal aufgerufen. Also ihr seht jetzt hier, ihr könnt jetzt zum Beispiel auch zoomen. Das Bild bleibt scharf. Man kann also hier nochmal die Bildqualität hier genauesten einstellen. Kontrast, Farbe, Sättigung, Akkutanz, wie auch immer. Hier haben wir auch nochmal Einstellungsmöglichkeiten, Aufzeichnungen, E-Mail-Benachrichtigungen. Wir haben hier FD-Sicherheit, die Aufnahme aus der Ferne. Also hier kann man also auch nochmal so eine Handy-Geschichte machen. Also hier nochmal ganz kurz gezeigt, diese Personen- und Fahrzeuggeschichte. Also man kann jetzt hier auch hier gehen und genau sagen, hier entweder Person, nur Fahrzeuge oder nur Personen. Oder man will jede Bewegung und man kann jetzt hier einstellen, wann und um wie viel Uhr man die haben will. Ich kann hier dann verschiedene Zeiten eingeben, also auch eine Einstellung für vielleicht Parkplätze beobachten oder bewachen. Und die ganze Sache wird jetzt auf den NVR-Recorder hier aufgezeichnet und kann sie dann noch bearbeiten oder auf meine PC-Festplatte ziehen. Also ganz so, wie man es haben will. Hier kann ich also die Einstellungen machen. Hier habe ich also die Kameras alle drin. Kamera 1 ist natürlich jetzt eingepflegt. Da zeige ich mir die Kamerabilder, die in den letzten Minuten gemacht worden sind. Ich habe ja auch die Abspielfunktion und kann jetzt hier sagen, spiel mir das mal ab. Dann spielt er mir diese Videoszenen ab, die ich bisher jetzt gemacht habe. Man hat also hier nochmal Einstellmöglichkeiten. Das ist also quasi diese Bildschirmmatrize für die ganzen 8 Kameras, die man da anschließen kann. Ich habe jetzt hier nur die eine und da sehe ich jetzt die Kamera 1, die ist gerade aktiv. So, und jetzt zum Abschluss mal ganz kurz eine kleine Zusammenfassung der technischen Möglichkeiten dieser Kamera von Reolink.
und in Verbindung mit den NVR-Rekorder. Das sind also die ganz normalen DSL-Kabel. Das hat natürlich den Vorteil, dass über dieses Ethernet-Kabel quasi eine Stromversorgung und eine Datenversorgung der Kamera zum NVR-Rekorder stattfindet. Und dann hat die Kamera eine 8-Megapixel Ultra-HD-Qualität, also eine super Qualität, auch fürs Nachtbild. Da ist diese Kameraqualität ebenfalls vorhanden und man kann dadurch also super scharfe Aufnahmen machen. Und man hat noch einen Dreifach-Zoom in der Kamera drin. Man kann so dreifach nah rangehen und nochmal Objekte ranzoomen. Zusätzlich auch eine Audioaufzeichnung. Man kann also Audiosignale gleich mit aufzeichnen. Also mit Hilfe eines motorischen Objektivs mit Sichtwinkel von 50 bis 94 Grad kann man mit dreimal optischen Zoom Objekte ranholen, die aber nicht an Schärfe verlieren, sondern diese HD-Qualität bleibt auch in der nahen Einstellung. Die Kamera garantiert auch bei Nacht eine 4K Ultra HD Qualität, die mit 16 LEDs beleuchtet wird, dann aber auch nur eine Reichweite von 30 Metern hat. Zudem ist es eine 3D DNR Technologie, die dann die Schärfe noch in dem Bereich von 30 Metern garantiert und das bei völliger Dunkelheit. Und dann nochmal zu den Ethernet-Kabel. Also dieses Ethernet-Kabel kann also verschiedene Qualitätsstufen haben, bis Cat 7 hoch. Also diese Ethernet-Kabel, also 5, 6 und 7 können genutzt werden. Man kann also 100 Meter Kabel an einen Switcher anschließen und 90 Meter Kabel an diesen NVR-Rekorder. Dann habe ich nochmal zu ergänzen, dass eben bei den Erkennungen von Personen und Autos auch natürlich ein Push-Mail oder Push-Alarm ans Handy geschickt werden kann. Dann auch eine schöne Einrichtung bei den Reolink-Kameras. Man kann auch bei dieser Kamera hier Aufzeichnungszonen einzeichnen oder Zonen, die man nicht aufnehmen will. Also man kann quasi, sag mal, das Grundstück vom Nachbarn und das Haus vom Nachbarn ausgrenzen. Das wird dann also dann nicht mit aufgezeichnet. Also diese Kamera von Reolink, die RLC822A, hat natürlich auch den Vorteil, man kann sie einmal auf Bewegungsempfindlichkeit einstellen. Das heißt, alles, was sich vor dieser Kamera bewegt, löst eine Aufnahme aus und schließt sich dann auch wieder, sobald der Bewegungsfaktor wieder weg ist, also Mensch oder Auto. Oder man kann es auch auf 24/7 stellen. Das heißt also, sie nimmt dann durchgehend auf den Festplattenrekorder Aufnahmen auf. Und jetzt zum Fazit dieser Kamera RLC822A. Mit einem NVR-Rekorder. Ich habe jetzt diesen 8er, da kann man also 8 solche Kameras anschließen. Ein Komplettsystem, was keine weiteren Kosten mehr verursacht. Wir kennen diese Cloud-Geschichten, die gibt es hier auch bei Reolink, nur sie sind für Deutschland noch nicht freigeschaltet. Das kommt also in Zukunft auf uns zu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Däumchen nach oben. Ja, und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao.